Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Ich muss euch jetzt mal eben zeigen, was ich gestern Leckeres gekocht habe. Das sollte eigentlich in ein Food Diary wandern oder in einen Taste-Test, aber ich denke, das ist einfach wert, ein richtiges Rezeptvideo daraus zu machen. Ich teste ja gerade hier von Pennymarkt diese Food for Future-Reihe, die veganen Produkte, die sie jetzt im Angebot hatten. Und ich habe mir jetzt mal alles so zusammengelegt, was ich da jetzt mit verkochen wollte. Und zwar habe ich noch Reis übrig gehabt vom Vortag und noch kleinere Paprikaschoten, drei Zucchini, dann habe ich eine Gemüsezwiebel, Knoblauchzehen und dann habe ich so eine Napoli-Soße da stehen. Und ich habe mir noch Tofu dazu geholt, der ist jetzt hier nicht auf dem Bild. Denn ich habe mir gedacht, ich mache einfach gefüllte Paprikaschoten und gefüllte Zucchini. Und damit ich halt auch so ein bisschen was Fleischähnliches damit drin habe und halt auch ein bisschen Eiweiß bekomme, habe ich mich dieses Mal für Tofu entschieden. Und ich habe jetzt als allererstes praktisch die Paprika und die Zucchini entkernt. Das hier sind meine ganzen Gemüsereste, die ich noch habe. Die verwende ich jetzt noch. So sieht das jetzt in meiner Auflaufform aus. Und dann habe ich einfach das hier alles noch klein geschnitten. Und dann habe ich ebenfalls eine Gemüsezwiebel klein geschnitten und den Tofu habe ich zerbröselt. Den habe ich jetzt hier in etwas Öl angebraten. Und dann habe ich hier ein Fleischgewürz, das habe ich drüber gegeben und auch ebenfalls noch mit angebraten. Dann kommen die Zwiebeln damit rein, beziehungsweise einen Teil der Zwiebeln habe ich jetzt erstmal mit dazu gegeben und dann zusammen anbraten lassen, bis alles so ein bisschen Bräune bekommen hat. Wenn das dann der Fall ist, so wie jetzt, habe ich das komplette andere Gemüse mit hinzugegeben und ebenfalls noch mit angebraten. Nach so ein paar Minuten habe ich dann noch ein bisschen Tomatenmark mit hinzugegeben. Auch das habe ich dann noch ein bisschen mit angebraten. Dann habe ich ein bisschen Gemüsebrühepulver drüber gegeben und ein bisschen Wasser. Es soll ja jetzt nicht flüssig werden, sondern nur halt eine weiche Konsistenz, die sich gut zum Füllen eignet. Und deswegen habe ich wirklich nur ganz wenig Wasser genommen. Die Knoblauchzehen habe ich jetzt auch mit ausgepresst. Das war jetzt eine etwas größere und eine kleinere, die mit untergerührt. Und dann war ich mir nicht sicher, ob die Menge reicht für das ganze Gemüse. Und dann habe ich noch ein bisschen von meinem Reis genommen und das mit untergemischt. Das kann man machen, das muss man nicht machen. Aber Reis kommt ja sowieso dazu. Ja, und dann habe ich den Genusshirten klein geschnitten. Und dann wollte ich den auf jeden Fall erstmal probieren, wie der mir denn so schmeckt. Und hier seht ihr jetzt genau, wie der aussieht. Von der Konsistenz würde ich sagen, ist der ähnlich wie der Bäderhirte. Hier seht ihr auch mal die Nährwerte, die auch ähnlich sein müssten wie bei dem Bäder. Ich denke, das nimmt sich nicht viel. Das ist auch auf Kokosölbasis gemacht. Ich finde aber beim Probieren, dass der ein bisschen fester ist. Ich meine, in Erinnerung zu haben, dass der Bäder ein bisschen cremiger ist. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Der Geschmack ist auf jeden Fall sehr gut und ich würde sagen, die beiden Sorten nehmen sich nicht viel. Also wer den einen mag, mag den auf jeden Fall auch. Ich finde, es schmeckt schon sehr ähnlich wie originaler Feta. Und ich habe dann auch gestern auf Instagram mal ausprobiert, wie das ist, wenn man den zerbröselt, weil ich das auch immer ganz wichtig finde. Das seht ihr jetzt hier, das bisschen. Denn es geht nicht so leicht wie bei richtigem Feta, aber er lässt sich auch zerbröseln. Und manchmal möchte man ja auch mal zerbröselten Käse haben, ich zumindestens. Ich habe auf jeden Fall dann den ganzen Hirten klein geschnitten und mit unter diese Masse gemischt und dann damit die Paprika und die Zucchini gefüllt. Ich habe dann doch noch eine kleine Menge übrig behalten von der Masse. Die habe ich aber dann einfach noch mit oben drüber gegeben. Und dann hatte ich ja noch dieses Glas Napoli-Soße. Man kann natürlich auch ganz einfach eine kleine Tomatensoße kochen. Aber das passte jetzt halt gerade und das habe ich in die Zwischenräume jetzt einfach reingeschüttet. Und dann kommt das in den Backofen zum Überbacken. Und dann habe ich in der Zwischenzeit den Reis einfach in eine Pfanne gegeben mit ein bisschen Fett und habe da mit Currypulver und Salz das anbraten lassen. Ja, und so sehen jetzt die Paprikaschoten und die Zucchini aus, wenn sie aus dem Ofen kommen. Und serviert habe ich das dann mit dem Reis, also einmal hier mit diesem Curryreis. Ich habe aber auch, also für mich jetzt den Reis einfach weiß gelassen und dazu habe ich dann noch einen Rotkohlsalat gemacht. Das Rezept zu dem Rotkohlsalat habe ich auch auf Instagram geteilt.
Das Ganze hat auf jeden Fall super, super lecker geschmeckt und ich kann das euch auf jeden Fall empfehlen. Der Hirtenkäse, der hat auch beim Überbacken ist der so weich geworden und ist so leicht geschmolzen und schmeckt warm, einfach göttlich. Probiert es unbedingt mal aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, dann freue ich mich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.